So, was haben wir denn noch? Ich habe noch auf Twitter bzw. X heutzutage gelesen, dass endlich mal auch dieses Jahr einen neuen Beef gab's, keine Ahnung, auf der Gamescom. Nicht nur wie letztes Jahr hinter der Halle 8 mit Skyros und Orange im Orange und Tanzverbot und so weiter, sondern auch dieses Jahr. Und zwar ein gewisser, kenne ich nicht, ich weiß nicht, wer das ist, Philo 137 auf Twitter, glaube ich, aber keine Ahnung, wie der jetzt auf sonstigen Social Media Dinger heißt. Ja, hat anscheinend eine Gästeliste irgendwie beauftragt bekommen von der Red Bull Lounge auf der Gamescom, wo die ganzen Creator sich anscheinend versammelten, so hier VIPs, dies, das, Ananas. Ja, und der hat sich wohl in einem Video oder im Podcast auch, aber auch in einem Video danach auch, dass er durch gewisse eigene Präferenzen einen, der auch eingeladen wurde, wieder ausgeladen hat. Und das war der gewisse gute ein Kisco G. Wurde er angenommen? Er wurde initial angenommen. Ah. Dann habe ich den Namen gelesen. Und dann wurde er abgelehnt. Nein, Felix, ich lutsche deinen Schwanz. Ich lutsche Ah. dir deinen Schwanz. Ah. Wirklich? Na klar. Sag Walla. Wallahi Ja. sogar. Bruder, das wäre auch Quatsch. Da, also das ist wirklich. Nicht der German G, sondern Kisco G, der hat ihn ausgeladen wegen persönlichen Präferenzen und dies und das und jenes. Er will vielleicht Samstag kommen. Sind die Red Bull uns? Ja, wollt ihr euch dann mal IRL bieten? Ja, klar, ja. Ja? Aber der wird hier nicht rein. Er hat gesagt, er macht mich. Nein. Nachher Nicht? werde ich die Liste machen. Du? Sei doch korrekt und lass ihn rein. Nein? Wenn er sich bei dir entschuldigt? Nichts mit dem Content. Nein? Würdest du dein Content ändern? Und anscheinend hat sich dann irgendwie auch dazu berufen gefühlt, Skyros und Kuchen TV sich auch dazu zu melden. Und jetzt halt wieder dieser komplette Beef da entstanden. Und nicht Kuchen, Skyros wurde auch geblockt dann von Red Bull Germany. Dies, das, Ananas. Ja, krass, krass. Ja. Und es gibt wahrscheinlich irgendwie immer noch nichts, kein Statement von Red Bull. Schade. Oder? Gucken wir mal kurz Red Bull Germany. Was haben die dazu gepostet? Red Bull verleiht Flügel. Angeheftet. Red Bull verleiht Flügel. Hat irgendwas repostet. 23.05. Ja, vor 5 Tagen. Also, die haben sich noch nichts dazu gemeldet, außer das groß zu blocken anscheinend. Vielleicht noch ein paar Leute. Jo, krass. Also, ich denke mal, von Red Bull Lounge oder wie das hier ist, ist gutes Recht, so, ja, Leute einzuladen oder, keine Ahnung, also gewisse Gästeliste zusammenzustellen nach eigenen Präferenzen, aber dass jemand dann irgendwie aus persönlichen Präferenzen dann einlädt, auslädt und dann so arrogant noch irgendwie, keine Ahnung, so richtig ekelhaft noch sich lustig darüber macht, dass jemand, weil er die Macht hat, ausgeladen hat, finde ich ihn richtig mies. Naja, egal. So, das war's, glaube ich, auch zu dem Thema. Das Game.